Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge The Forest. Wir hatten hier so ein Vote und da ist nichts Eindeutiges unterm Strich bei rausgekommen. Und da ich jetzt aber anfangen möchte, einen Titel zu machen, habe ich mich dann für The Forest entschieden. So, ich drehe mich jetzt mal um. Ich hatte in der Zwischenzeit noch so ein bisschen weitergespielt und habe mir hier so eine Hütte gebaut. Teil hier aufgestellt. Hier drin sieht es wie folgt aus. Das da ist das Bett. Da habe ich mir eine kleine Kochstelle gebastelt. Das ist die... Hier liegt immer noch das eklige Vieh rum. Den kann man aber so ein bisschen wegschuppen. Macht aber nichts. Jetzt klebt er an uns. Ne. Der taucht dann jedes Mal wieder an derselben Stelle auf. Es ist und bleibt eine ganz frühe Alpha. Das heißt, wir haben hier mit Überraschungen zu rechnen, wie das im nächsten Upgrade der Spielstand nicht mehr läuft. Was auch immer. Das ist das Basiscamp. Hier hatte ich mal angefangen. Und das benutze ich allerdings eigentlich nicht mehr. Und ich zeige euch das nur ganz einfach, um zu zeigen, wie weit ich war. Was ich aber jetzt mache, ich fange jetzt neu an. So, guck. Sohnemann, Flugzeug, lass meinen Sohnemann da liegen. Leider können wir nicht aufstehen. Das heißt, wir gucken nur ein Filmchen. So. Jetzt haben wir einen Neustart. Und eine Axt. Aus einer Stewardess. Essen erstmal und schnappen erstmal alles, was wir hier kriegen können. Gucken, Handy haben wir gefunden. So, was haben wir denn hier noch? Erstmal sind wir ganz schön versifft. Oh, da guckt ein Fuß raus. Glaube, wir haben alles gefunden, was wir hier drin finden können. Mädchen, du siehst schlecht aus. Irgendwie. So, also runtergehüpft. Das Ding packen wir mal weg. So, hier sind irgendwelche Bauteile. Ach, Tennisball brauchen wir nicht. So, wir werden zusehen, dass wir uns sehr schnell so einen Tennisball Unterschlupf basteln. Dazu können wir ja hier in das Buch gucken und dafür brauchen wir Blätter und 14 Äste. So, das heißt, wir werden hier jetzt erstmal anständig Blätter farmen. Oder auch nicht. So, Stöcke kriegen wir aus den Dingern. Also aus diesen dünnen Ästen.
ich hoffe, dass es vom Sound her geht. Für mich ist es im Moment relativ laut. Man kann das allerdings... bisschen noch regulieren. Was haben wir da? Steinchen. Ach, das ist so ein kleiner Stein. Den können wir nur werfen. Die sind wohl neu gekommen. So, manchmal hakelt das noch so ein bisschen von der Steuerung. Na, wie jetzt? Jetzt muss man so ein bisschen drumherum gehen. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. So, gucken wir mal eben. Ja, Sticks müssen wir nachfarmen. Blätter können wir noch sammeln. So, dann suchen wir uns mal so nach und nach eine Stelle, wo wir unsere notdürftige Unterkunft erstmal aufbauen. Oder hier besser nicht. Eigentlich wollte ich wieder an den Strand gehen, weil man da nicht ganz so schnell überrascht wird. Strand. Jetzt weiß ich nicht, ob die Welt random generiert ist. Ist die Frage, ob wir da wieder hochkommen, ne? Oder ob wir abschmieren. Da, wir probieren es mal. Das sieht nicht gut aus. So, es geht, aber die Welt scheint, entweder ist die Absturzstelle unterschiedlich oder wir haben random Welten und jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem, weil hochkommen werden wir da nicht mehr. Oder kann man da einfach hochlaufen? Ja doch. Ja. Wahrscheinlich ist die Absturzstelle unterschiedlich. Also beim letzten Mal, als ich das jetzt hier kurz angetestet hatte, da ist man hier runtergelaufen, da war direkt der Strand. Aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so. Dann machen wir es anders. Dann werden wir hier direkt am Flugzeug irgendwo versuchen, unseren Unterschlupf zu basteln. Mal gucken. Oh, das ist ja hervorragend. Direkt das nächste Dorf hier schon in der Ecke. Nicht gut. Gucken wir mal in die andere Richtung. Jetzt hat er schon keine Ausdauer mehr. Das heißt, mal ein bisschen regenerieren lassen. So, haben wir hier Strand. Oder auch nur Klippe. Ne, auch nur Klippe. Laufen wir mal in die Richtung weiter. Vielleicht kommt mir irgendwas bekannt vor, weil ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass es random. Daneben. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Den alten Lizard. Schwein gehabt, wirst nicht gegessen. So.
So. Da wird es ein bisschen flacher. Gucken wir mal, wenn jetzt hier der Strand ist. Würde das bedeuten, die Map ist die gleiche, aber die Abschottstelle ist immer unterschiedlich. Dann wäre hier nämlich auch gleich ein Boot. Ja, okay, die Map ist gleich, nur die Absturzstelle war bei mir. Oh, da ist eine Höhle. Was macht denn der da? Nee. Da bleiben wir lieber erstmal noch weg. Hab ich irgendwelche Medizin gefunden? So, das heißt, wir sind wieder voll. Trinken mal eine Soda. Fängt schon wieder das Regnen an. Wir machen mal unseren Unterschlupf. Vielleicht geht's. Probieren wir es mal. So, das Teil will ich aufbauen. Es geht nicht. Stellen wir erstmal dahin. So. Jetzt müssen wir wieder Stöckchen farmen. Hier liegen Gott sei Dank jede Menge rum. Die kann man wohl derzeitig nicht mehr... Oh, doch, geht wieder. Das heißt, wir haben schon theoretisch was zu mampfen gefunden. So, jetzt können wir schon wieder nicht mehr mitnehmen. So, das Ding ist fertig. Das heißt, hier können wir schlafen und auch speichern. Wird allerdings nicht als Home angezeigt. Wahrscheinlich muss man da tatsächlich erst hier diesen Hunting Shelter bauen. Das will ich aber versuchen zu umgehen. Wenn wir darüber speichern können, baue ich gleich das Haus. Wo ist der Knispel da immer noch? Macht der, frisst der den? Ah, komm, hier lassen wir mal erstmal noch in Ruhe. Das heißt, wir bauen uns jetzt noch ein Feuerchen. Das werden wir auch hier irgendwo hinstellen. Vielleicht so da. So. Und dann backen wir uns mal einen Rabbit. Wir haben schon wieder, sieht man unten rechts, unser Magen hängt uns schon wieder in den Knie. Sowieso so ein extremer Fresssack, der Typ hier. So. Aber jetzt haben wir was gegessen. Jetzt sind wir voll. Jetzt gucken wir uns mal hier den Knispel an. Der frisst den. Hau ab, du. Mein Strand. Guck, da liegt noch ein bisschen
Gedönsel. Ah, da können wir Mollys mitbauen. Kohle, ganz wichtig. Ah, jetzt habe ich mir wieder einen Stein genommen. Diese Steine nerven eher. Genau wie die Tennisbälle. Was mich wundert, ist, dass das Schiff nicht da ist. Also da war normalerweise ein Schiff, aber ist nicht. So, der Molotow-Cocktail ist eigentlich so die erste Waffe. Oh, Schokoriegel, auch gut. Ah, Tennisball brauchen wir nicht. Machen wir erstmal noch ein paar Koffer auf. Und ich hoffe, dass wir an dem kleinen Shelter speichern können. So, da ist auch wieder nur ein Tennisball drin. So, tja, mit anderen Worten, wir haben schon zumindest mal einen Platz, wo wir bleiben können. Also direkt über der Höhle, vielleicht nicht so schlau. Aber immerhin haben wir unser Feuerchen und was zum Knacken. Jetzt können wir eigentlich mal gucken, was brauchen wir denn? 8 Baumstämme, 5 Steine und 9 Äste. Könnte man ja vielleicht das nicht. Nee. Diese Sticks zum Fischen, die findet man, glaube ich. Und zwar habe ich immer ich habe ja genau hier gebaut. Ich glaube, ich werde das Haus auch hier, Ekelfisch, das Haus auch hier hinstellen. Das werde ich auch schon mal einzeichnen. Also die Stelle war gar nicht schlecht. Das nehmen wir noch alles mit. So, das heißt, wir werden unsere Hütte schon mal platzieren. Leider sehe ich jetzt nicht viel. Da ist der Eingang so. Das heißt, wir drehen das Ganze. Das ist noch so ein bisschen schlecht gemacht, weil man nicht sieht. Entschuldigung, wie groß das ist. Aber will ich hier ständig so einen Fisch vor der Hütte haben? Nee. Nee, warte mal, das machen wir anders. Wir suchen uns doch eine andere Stelle. Hier kann man gut fischen. Machen wir sie da oben hin, da sind wir natürlich wieder elendig weit zu sehen, wenn wir Feuer anhaben. Das hier aus, ist hier noch eine Höhle? Nee. Ja, dann bauen wir sie hier hin, so. Ein bisschen ins Wasser, aber so müsste es gehen. Gucken wir mal. Ja, so steht die ganz gut. Und jetzt steht auch schon unten in dem Log steht auch schon drin, dass wir jetzt 82
Bäume um. Oh, guck mal. Da ist schon der nächste. Crouchen wir mal. Gerade DayZ aufgenommen. Da will man immer echt so. Will man immer zoomen. Geht aber hier nicht. Geht die Sonne auch schon unter? Vielleicht kommen wir an dem hier so vorbei. Nein, kommen wir nicht. Er hat uns gesehen. Na, komm her, Keule. Kriegst gleich einen. Ne, haut ab. Okay. Mit dem schönen Sonnenuntergang beenden wir dann die heutige Folge. Wir haben da hinten schon mal dafür gesorgt, dass unseren Platz schon mal ausgesucht für unsere Hütte. Und jetzt machen wir hier nochmal Feuer, damit es nicht ganz so dunkel ist. Ein bisschen anfachen und legen uns hin. Ja, wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Wer wissen will, wie es weitergeht und noch kein Abo hat, der kann ja dann gerne den Abo-Button anklicken. Ich bin euch wirklich nicht böse über irgendwelche Kommentare. Egal ob es positive oder negative sind. Und wer möchte, kann ja auch gerne das Video in anderen sozialen Netzen teilen. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.